Hallo zu Einfach Thermomix. Wir machen heute einen super leckeren Valentine's Cheesecake aus der Kollektion Total Verknallt. Da aber bald Muttertag ist, machen wir daraus einfach einen Muttertags-Cheesecake mit ganz viel Liebe für all unsere Mamas da draußen. Los geht's mit dem Vorheizen des Ofens, einfach auf 180 Grad Umluft und mit dem Vorbereiten einer Springform. 20 cm sollte die ungefähr groß sein. Einfach unten mit Backpapier auslegen und die Ränder ein bisschen einfetten. 40 Gramm Karamellgebäck braucht ihr als allererstes, einfach rein damit in den Mixtopf. Zu den 40 Gramm Karamellgebäck kommen jetzt noch 30 Gramm Butterkekse hinzu. Falls ihr nur Butterkekse nehmt, nehmt ihr eben 70 Gramm. Jetzt kommt noch ein halber Teelöffel Zimt hinzu, der Deckel wieder oben drauf und dann wird alles auf Stufe 6 4 Sekunden lang zerkleinert. Unsere zerkleinerten Butterkekse bzw. Kekse füllen wir jetzt um und dann geben wir 40 Gramm Butter in den Mixtopf. Jetzt den Deckel wieder draufsetzen und eure Butter für 2 Minuten bei 100 Grad schmelzen. So, unsere Butter ist geschmolzen. Jetzt geben wir unsere zerkleinerten Kekse hinzu und verrühren die einmal auf Stufe 4 für 10 Sekunden. Unsere Keks-Buttermischung füllen wir jetzt in unsere vorbereitete Springform und drücken den Boden unten mit einem Löffel ein bisschen an. Unseren Keksboden geben wir jetzt für 7 Minuten bei 180 Grad in den Ofen und währenddessen machen wir den Mixtopf sauber. Jetzt wiegen wir 50 Gramm Heidelbeeren ab. Dafür haben wir schon eine kleine Schale hier oben auf den Mixtopf draufgestellt. Wir nehmen jetzt frische. Ihr könnt aber natürlich auch TK, also tiefgekühlte Heidelbeeren bzw. Blaubeeren nehmen. Die am besten nur nicht auftauen lassen, sonst verlieren die zu viel Saft. Und für unsere Füllung brauchen wir jetzt zum einen den Rühraufsatz, den geben wir wieder rein in den Mixtopf und darüber hinaus noch 300 Gramm Doppelrahmfrischkäse. Dann braucht ihr 120 Gramm 40%igen Quark sowie 100 Gramm braunen Zucker und 15 Gramm Speisestärke. Jetzt den Deckel wieder draufgeben und dann alles für eine Minute lang auf Stufe 4 schlagen. Und jetzt kommen noch 75 Gramm Sahne, ein Ei und 10 Gramm Zitronensaft hinzu. Jetzt den Deckel wieder draufgeben und alles auf Stufe 2,5 eine Minute lang verrühren. Unsere fertige Cheese Cream, zumindest der erste Teil davon, den geben wir jetzt in die Springform und verteilen dann darauf gleichmäßig unsere Heidelbeeren. Die Hitze von eurem Backofen reduziert ihr jetzt auf 170 Grad, gebt dann euren Cheesecake in den Ofen hinein für 45 Minuten. Allerdings guckt ihr nach 20 Minuten nach, dass der nicht zu dunkel wird und gebt ein bisschen Backpapier oben drauf. Unseren Rühraufsatz setzen wir wieder rein und dann machen wir weiter mit der zweiten Schicht von unserer Cheese Cream. Dazu brauchen wir 200 Gramm Schmand, 25 Gramm Sahne, 25 Gramm braunen Zucker, 10 Gramm Vanillezucker und 10 Gramm Zitronensaft. Jetzt den Deckel wieder draufgeben und eure zweite Cheese Cream Masse für 30 Sekunden auf Stufe 4 verrühren. Jetzt nehmen wir den Rühraufsatz wieder raus, füllen unsere Schmandcreme um und geben die in den Kühlschrank. Und in unseren wieder sauberen Mixtopf geben wir jetzt 50 Gramm Heidelbeeren, 10 Gramm Vanillezucker und 10 Gramm Zitronensaft. Und das Ganze erhitzen wir jetzt und zwar auf 98 Grad für 3 Minuten. Und jetzt einmal alles 10 Sekunden auf Stufe 10 pürieren. Unser Heidelbeerpüree kippen wir jetzt einmal durch ein feines Sieb und stellen das dann zur Seite. Den Kuchen jetzt 30 Minuten abkühlen lassen. Und wenn unser Kuchen dann abgekühlt ist, dann kippen wir unsere zweite Cheese Cream oben drauf und verteilen sie gleichmäßig. Jetzt kommt unser Heidelbeerpüree zum Einsatz. Das verteilen wir jetzt spiralförmig von außen nach innen mit kleinen Klecksen auf der Oberfläche von unserer Cheese Cream. Und mit der Spitze eines Zahnstochers werden wir jetzt zu guter Letzt eine Spirale durch alle Heidelbeerpüree-Kleckser ziehen, sodass aus unseren Klecksern kleine Herzen werden. Bevor euer Cheesecake jetzt allerdings in den Kühlschrank wandert, unbedingt auf Raumtemperatur abkühlen lassen und erst dann in den Kühlschrank geben. Egal ob für Muttertag oder eben für Valentine's Day, ich glaube, das ist ein richtig guter Kuchen. Lecker schmeckt er auf jeden Fall und einfach zu machen ist er auch. Also probiert ihn einfach mal aus. Und ansonsten eins von den Rezepten hier ausprobieren, da habt ihr sicher auch Spaß mit. Und ansonsten nächste Woche wieder mit dabei sein, darüber würden wir uns auf jeden Fall freuen. Bis dahin, tschüss und hier abonnieren nicht vergessen. Ciao.